Eine sonnige Begrüßung zu einer weiteren Runde ICO. Natürlich mit eurem Heretic, dem Toaster und mir, eurem Sunny. So, wir haben jetzt gerade ein bisschen geguckt. Der Toaster, der wird jetzt hier sich ein bisschen darum kümmern, die Bäume erstmal ein bisschen von Blättern und Ästen zu befreien. Der hat ja sich dafür einen Skill geholt, Oh. während der Heretic begutachtet, wie sich hier so ein bisschen seine Lichtung lichtet. Aber mir fällt was auf. Die Lichtung hier, gerade auch an dem Hügel, war grün gewesen mit Wiese. Ja, Guck das mal kann jetzt, halt das sein, ist. dass durch die Zerstörung, also zum Beispiel die Bäume, die umfallen, ne, die zerstören das Gras immer unter sich. Also da, wo halt der Baum hinfällt, da ist das Gras dann erstmal zerstört, das muss dann erstmal wieder wachsen. Das ist ganz cool gemacht eigentlich. Und wahrscheinlich sind hier einfach Bäume umgekippt, ne? Ja. Besonders Außerdem. der auf dem Kopf von Toaster. Ja, genau. Ja, wir hatten hier einen sehr lustigen Unfall, fast halb so, ne? Okay. Dann. Choose Roles, das haben wir soweit. Ich muss noch eine Proficiency, eine Spezialisierung wählen. Habe ich noch nicht. Ich Ich würde auch muss noch noch ein warten. Haus bauen. Ich würde auch noch warten, genau. Dann baut doch mal der Heretic. Ja, dann machen wir halt Heretics Haus erstmal zu unserem Clubhaus sozusagen. Dann müssen wir Ja, halt können wir später mal machen. gucken damit. Dann fang doch mal an zu bauen. Du Mit dem brauchst den Fundament am besten Boden. erstmal, ne? Na, du brauchst den Boden eigentlich erstmal nicht zu ersetzen, damit wir erstmal ein Haus haben. Das brauchst du tatsächlich erstmal noch nicht. Aua. Oh, ich habe Plant Fibers. Guck mal, der tut. Ist ja witzig. So. Aber natürlich, ich muss keinen Boden setzen. Du musst tatsächlich, also später würde ich es machen, schon alleine wegen dem Aussehen. Aber jetzt erstmal für die Quelle, damit es als Gebäude gilt, brauchst du keinen Boden. Ich habe aber richtig Hunger. Dann solltest du bist ja auch gleichzeitig unser Plant-Gatherer. Das heißt, du solltest jetzt auch Früchte und sowas in der Wildnis sammeln, Ach, wie weil du cool. bekommst mehr Die von denen, hängen beziehungsweise bekommst zusammen mehr sogar. Ist Seeds. ja geil. Was? Na, die Storage und das hier hängen zusammen. Also Ja, sprich, ich sehe beides. das kannst du zusammenschließen und das kannst du halt auch an die Workbenches mit beides anschließen, ne? Über den Storage. Okay. Alles Nehme ich super. mir mal das Was? Inventory only access. Ah, Du ich kann, kannst. glaube ich, nichts rausnehmen. Na, nee, du kannst. Du musst mal gucken. Wenn du diese Sachen hier, ne, die in deinem Stockpile sind, die kannst du nur ganz vorne in den Carrying-Bereich legen, ne? Aha. Und die Sachen, die hier drinnen landen, sind halt die im normalen Inventar. Nein, ich will jetzt quasi. Ach so, ich kann. Ach so, weil es noch nicht fertig ist, wahrscheinlich, oder? Na, Ja, worum Leute, geht's denn warte mal, jetzt? ganz kurz. Ich ziehe jetzt los und sammel was zu essen. Genau. Ja, bitte, mach mal. Ich werde Ja. auch schon ziemlich hungrig hier. Genau. Das wäre super. Danke dir. Du bekommst nämlich auch mehr Seeds daraus, wenn du Sachen sammelst und so. Bohnen wären gut. Bohnen würden nämlich Proteine und Fette bringen. Okay, ich sehe mich um. Also Bohnen habe ich tatsächlich auch schon mal welche gefunden. Das war mehr so links rüber. Du bist jetzt mehr nach rechts rüber gegangen. Und ansonsten, ja, wenn du von irgendwas eine größere Anzahl an irgendeiner Stelle findest, setz dir ruhig mal einen Waypoint, damit du weißt, wo die Sachen waren. Falls wir die wieder anpflanzen wollen. Aber ich kann immer noch nichts hier rausnehmen. Doch, du kannst E drücken. Ja. Dann nimmst du das und musst es vorne auf den Carrying-Slot legen. Nicht in einen der normalen Slots. Du musst ihn in den Carrying-Slot legen. Was für ein Vor Carrying-Slot? der 1. Ah. Oder Okay. du hältst, guckst dir das an, was du mitnehmen möchtest, zum Beispiel die Hewn Logs, ne? Und drückst einfach die linke Maustaste, dann nimmst du es auch mit. Okay, wie war das jetzt mit Platzieren hier? Was meinst du? Na, du wählst den Hammer aus, drückst jetzt Shift. Ich will mal auf Shift. Und jetzt kannst du halt mit dem rechten Mausrad, mit dem Mausrad einfach zwischen den Sachen wählen. Ah, Block und Wand. Mehr kannst du Ne? noch nicht. Nee. Ich dachte, du hättest dann jetzt auch Dach und so dazu bekommen. Schade. Na gut, Ja, müssen wir Leute, hier Sachen unten klären. am Bach haben wir auf jeden Fall Bohnen. Ja, super. Gut. Bist du not ripe enough to pick yet?
Ist auch gar nicht so wenig. Ja, prima. Ah, bei dem Baum hast du schon die Äste entfernt. Dann hau ich mal diesen Baum um. So. Musste jetzt gerade gucken, was ich erledigen kann, damit ich hier nicht einfach nur faul rumstehe. Obwohl es natürlich Spaß macht, anderen bei der Arbeit zuzugucken. Timber! Timber! Ich finde das voll cool. Wenn du weiblichen Charakter nimmst, dann ist die Stimmlage wohl auch deutlich höher. Ist das nicht eine Sache, die ich eigentlich machen sollte? Was? Bäume fällen? Ja, du bist halt besser darin. Du verbrauchst weniger, Kalorien und so. Aber jetzt, du bist ja gerade mit dem Bau deines Hauses beschäftigt. Ja. Also kann ich das jetzt auch rasch machen. Außerdem habe ich noch keine Spezialisierung, also... Und ich habe Hunger. Ich kann nicht mehr viel machen wahrscheinlich. Also ich habe noch ein paar Blaubeeren dabei. Achso, ich habe... Ach stimmt, ich habe auch noch ein paar Beeren. Also das geht ja dann. Wir hätten zum Beispiel auch den Boden erstmal ausheben können. Und falls du das Ding lieber in den Boden gebaut hättest, ne? Nee, das ist schon gut so. Okay. Weil wir brauchen sowieso später noch eine ganze Menge Erde wahrscheinlich für ein paar Sachen. So. Von daher alles tutti. So, das ist eigentlich schon mal so Anfang der Grundfläche. Aber es wird natürlich noch ein bisschen größer werden. Muss es ja. Ich hoffe, es ist alles in meinem Gebiet. Aber ja, sieht gut aus. Ach, das ist ja alles nicht so wild, wie gesagt. Also und du bekommst später auch noch mehr Fläche, die du belegen kannst. Wenn unsere Forschung voranschreitet, bekommt jeder von uns mehr Platz, auf dem er bauen kann. Also alles entspannt. Alles entspannt. Also auf einem normalen Server muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du da irgendwie 50 Leute auf dem Server hast, es gibt ja wirklich wohl so große Server, ich weiß gar nicht, wie die genug Platz haben auf dem ganzen Server für die Leute. Das geht mir nicht in den Kopf. Die müssen es krass beschränken, diese Möglichkeit halt, mehr Plots zu bekommen. Apropos, wenn du jetzt Hewn Logs herstellst, wie viele Hewn Logs bekommst du eigentlich raus? Also wie viel verbrauchst du auf was? Weißt du das? Wie sehe ich das denn? Na, du also kannst momentan... ja anklicken und dann siehst du doch, wenn du jetzt Hewn Logs herstellst, ich habe zum Beispiel, ich brauche 2 Logs, um einen Hewn Log herzustellen. Und wenn ich dann höher gehe, dann werden das ja auch immer mehr. Da steht dann 0 von 30, 0 von 40 und bei dir steht ja, wahrscheinlich hast du den ja schon mit dem Stockpile verbunden. Ja, es ist eine Kommazahl auf jeden Fall. Ich habe ja jetzt zum Beispiel, wenn ich einen herstelle, verbrauche ich 2. Wenn ich 2 herstelle, verbrauche ich 3. Bei 3, 4, bei 4, 6, das ist so eine Kommazahl. Ja, okay. Also 1,3 oder so. Auf jeden Fall, dass es ein bisschen besser geht, weil sonst baut man echt so viele Bäume ab. Ah, bei dem sind ja auch schon die Äste weg. Sehr gut, dann hau ich den hier auch noch um. Oh, was ist denn das? Hier ist so ein Stein durchzogen mit so... Na, das sind Erze. Ah ja, okay. Ansonsten kann ich euch schon sagen, den Fluss runter bis zum Meer ist auf jeden Fall eine gute Quelle für Bohnen und für... Also ich habe es nur einzelne mitgenommen. Nicht große Mengen, also da kann es ordentlich weiter wachsen, aber da ist auch einiges. Der Boden ist halt super, weil dadurch, dass die ja gleichzeitig ihre eigenen Seeds sind, bekommst du da besonders viel jetzt raus durch deine Geyserer-Fähigkeit, ne? Oder, naja, besonders viel jetzt nicht, aber auf jeden Fall mehr, als wir zum Beispiel rauskriegen würden. Bei den anderen Sachen bekommst du halt einfach nur mehr Seeds raus, ne? Aber bei dem bekommst du halt gleichzeitig auch die Frucht mehr raus, weil die Frucht ja gleichzeitig auch der Seed ist. Deswegen sind Bohnen besonders günstig gerade für dich. So. Super. Ja, also wie gesagt, wichtig wäre jetzt, dass wir möglichst schnell ein Haus kriegen mit Dach, damit wir dann die Forschung vorantreiben können. Und dann müssen wir nämlich erforschen... würde ich sagen, dass wir Farmland herstellen können, damit wir dann nämlich mal gleich Farmland anbauen können. Mhm. Wir brauchen dann auch noch einen Koch und so, der sich darum kümmert. Also das ist richtig, richtig, boah, das ist richtig komplex. Wie gesagt, wofür ich im Moment erstmal keine Punkte ausgeben würde, wären Sachen, die Sachen beschleunigen oder so. Ja, Kalorieneffizienz kann man natürlich lernen, das ist immer gut, aber... Ja, muss man da gucken.
So, weil im Moment haben wir ja noch nicht mal eine Hacke, um Boden umzugraben. Das ist halt ein bisschen doof. Ich hab aber eine Steinaxt, die ich nutzen kann. Haha. Ich könnte eine Wooden Hoe herstellen, sehe ich gerade. Damit müssten wir ja grundlegend schon mal anbauen können. Warte mal, was ist denn, was? Das ging ja eventuell. Warte mal. Was brauche ich denn für den Farmer? Show all. Farming. Farming bringt mir eine bessere Hoe Efficiency und Seed Production. Okay. Damit kann ich Beet Seeds und Oh, ich sowas habe halt auch ein paar herstellen. Seeds vom Baum bekommen. Ah, sehr gut, sehr gut. Ja, da, passt auf, dann baue ich doch einfach mal eine Wooden Hoe. Weil dann können wir auch schon mal anfangen, bisschen was an zu produzieren. Ah, und ich werde mal eine Reparatur, damit wir unsere Sachen reparieren können, werde ich mal eine Repair Station bauen. Dafür brauche ich Stein. Okay, ich hole mir erstmal Stein. Heretic, du könntest mal gucken, ob du auch die Repair Station in Auftrag geben kannst, weil dann ist sie ja eventuell ein bisschen preiswerter, weil du ja Basic Crafting Efficiency gelernt hast. Repair Station. Ja, okay, wir brauchen mal Stein. Da steht 16,8 bei mir da. Super. Bei mir ist das mehr. Bei mir, ich brauche nämlich 10 Steine. So, Sekunde, ich schmeiß den Stein rein und kannst in Auftrag geben. Sag mal, wenn du mich anguckst, was habe ich in meiner Hand? Eine Axt. Okay, ich habe nicht mehr noch die Loks in meiner Hand. Ich habe mich gefragt, ob du die auch siehst, aber. Nee. Aber weißt du, was lustig ist? Nimm mal die Na? Schaufel in die Hand und guck mich mal an. Einmal die Repair Station, ja? Genau. Okay, Perfekt. wird gebaut. Guck mich mal Ja? an. Hier, ich fütter dich mit der Schaufel. Benutzt mal die Schaufel. Benutzt mal die Schaufel. Das sieht besser aus. Ja. Sieht aus, als ob man jemand was reinschaufeln würde. Aber das Lustige ist, dass du bei den anderen dich ja runterbückst und wegschaufelst. Weil hier sieht es aber so aus, als würdest du jemand gerade was ins Gesicht schaufeln. Oh, hier ist noch der Baum schon fertig. Den nehme ich mal weg hier. Achso, Sehr gut, noch. ich habe wilden Weizen gefunden. Ja, musst du mit der Sense ernten. Mache ich. Sehr gut. Und da müssen wir Und nämlich den Baum mache feststellen, ich wo auch wir noch weg. die Sachen halt aber auch anbauen können. Da müssen wir halt gucken. Das wird nicht so einfach. Du hast gesagt, du hast einen Zedernseed, Heretic? Ich habe auf jeden Fall schon mal einen in die Kiste gelegt. Ja, ich habe den auch in die Kiste gelegt, den Zedern zieht. Okay, dann versuche ich die mal einfach anzupflanzen. Ja, hier sind drei Zedernseeds. Ne, fünf, wow. So. Ach so, ist vielleicht nicht so gut, wenn ich die. Wo kann ich den denn anpflanzen? Wo stört das dich denn nicht? Alles, was in Richtung Westen rausgeht. Ich wollte jetzt die hintere Fläche freihalten. Westen, okay. Okay, ich hoffe mal, dass die dann da auch wachsen. Ich weiß es nicht. Dann mache ich das mal so hier. Und dann. Ich baue ihn einfach mal an. Mal gucken, ob er hier auch wächst. Das werden wir ja dann sehen. Ich hoffe, hier ist es nicht zu kalt für ihn. Ja, interessanterweise scheinen teilweise Bäume an Stellen zu wachsen, wo sie später nicht nachwachsen können. Ja, also da muss man dann ein bisschen gucken. So, Putze das sieht so. Ah ja, die Repair Station ist fertig, sehr gut. So. Zack. In der Repair Station könnt ihr dann jetzt halt Sachen reparieren. Okay. Große Überraschung, ne? Damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, dass die Repair Station dafür da ist. Nee, es ist sehr unerwartet. Nimmst du eigentlich schon wieder auf, oder?
Wir sind in der Aufnahme seit 15 Minuten, ja? Ah, sehr gut. Ja, alles gut, ich stand jetzt hier gerade so ein bisschen rum und mach so ein bisschen random Sachen. Hast du schon wieder keine Hue & Lux mehr? Krass. Da ich produziere gerade. Ah, ich sehe schon. Okay. Ja, wir müssen, wie gesagt, jetzt wäre schön, wenn du halt mal das Haus fertig kriegst, damit wir dann den Research Table und sowas machen können. Ich probier's doch. Hast du denn schon Plant Fibers dabei, Toaster? Ja, ich hatte ein paar aufgesammelt, aber nicht so viele. 5. Wir bräuchten 40 oder sowas, sonst. Heretic, kannst du mir die Sense wieder in die Kiste packen? Dann gehe ich mal Plant Fibers sammeln. Ich mache das, kein Problem. Ich habe jetzt gedacht, wir brauchen andere Sachen. Ich habe sowieso gerade wenig zu tun, also. Und Nahrung brauchen wir auch, unglaublich wichtig. Also mach das ruhig. Ja, ist drin. So, dann hole ich nämlich mal Plant Fiber. Ich guck mal ganz kurz, was wir sonst noch brauchen für den Research Table. Ich brauche 30 Plant Fiber, 40 Stone und einiges an Holz. Okay. Das einiges an Holz hätten wir im Moment. So. Zack. Plant Fiber habe ich 11. Ich brauchte, habe ich gesagt, 40, ne? Echt. Menge. Okay, er läuft weg. Kam gerade ein Wolf auf mich zu. Ja, ich glaube, die Tierwelt hier ist nicht gefährlich. Also, du bist nur für die Tiere gefährlich. So wie in der Realität meistens auch. Also, ich meine, na. Der Mensch ist eine Katastrophe für die Tierwelt, nicht umgekehrt normalerweise. So. Dann habe ich jetzt die Plant Fibers zusammen, die wir brauchten. Ah ja, 20 lagen sogar schon drin. Okay, super. Dann brauche ich jetzt Stein. Ich hole Stein. Und dann können wir nämlich gleich mit dem Research Table zumindest ihn schon mal bauen. Und dann müssen wir ihn in Heretics Hütte stellen, sofern er dann mal irgendwann mit seiner Hütte fertig wird. So. Gott, das ist so irritierend, dass wenn man diese Steine in der Hand hat, dass dann immer so ein Geiststein auftaucht, wo man ihn jetzt hinsetzen würde. Und man denkt sich immer, den muss ich noch einsammeln. Ja, genau. Das ist echt irritierend. Okay. So. 20 Steine. Dann haben wir gleich die Steine zusammen, die wir brauchen. Ah, ich habe schon wieder Hunger. Habe ich noch irgendwas zu essen? Ich habe jetzt gar nichts mehr zu essen. Ich könnte 2 Fische vorbeibringen. 2 Fische? Aha. Ja, du hast ja auch Böhnchen schon geholt, oder? Bohnen habe ich 13 gerade dabei. Ich kann aber noch mehr auf dem Heimweg holen. Also Bohnen wären schon mal ganz gut, damit würde ich meine Proteine hochkriegen. Ich guck noch mal in die Kiste hier, war hier noch was zu essen drin? Du hast Bohnen geholt, sagst du. Dann kann ich ja mal die Bohnen, die ich hier in die Kiste gepackt hatte, essen. Okay, ich hole noch ein paar mehr Bohnen jetzt erstmal. Das ist gut. Und vor allem die Blueberries lassen sich ja halt auch super ernten und sowas. Also Sachen, die halt sowieso an Büschen sind, die ja nicht kaputt gehen beim Ernten, die kannst du immer en masse holen. Ne? Also da brauchst du dich ja nicht zurückhalten. Die wachsen ja auf jeden Fall nach. Wir sollten dann auch unbedingt gucken, dass wir, wenn wir ein paar Blueberry Seeds kriegen, halt hier in unserer Umgebung, finde ich, ein paar Blueberries anbauen, finde ich. Nur die sind halt sehr vitaminlastig, ne? Also davon darf man ja nicht zu viel haben. Vitamine sind gefährlich, finde ich. Ja, es ist tatsächlich, wenn du durch so ein Waldgebiet kommst, wo viele Blueberries sind, dann ist es super easy, sich sehr, sehr vitaminlastig zu ernähren. Nur, dass das Spiel das halt irgendwann, ja, bestraft. Das ist halt voll lustig, finde ich. Wobei ich tatsächlich mal einen Bericht gesehen hatte, dass bei bestimmten Vitaminen ist ja tatsächlich nicht günstig, so gut ist, wenn du davon zu viele im Körper hast, ne? Vitamin A zum Beispiel bei schwangeren Frauen ist ja problematisch. Okay. Also wenn du davon zu viel hast, dann
kann es halt problematisch werden, sagen wir es mal so. Ich hatte jetzt auch gedacht, das Problematische hier ist einfach, dass man zu wenig von einem anderen hat. Ja, genau, das ist eigentlich der. Ja, du hast halt eigentlich mehr die Problematik, dass. Was? Mir fehlen noch 6 Steine? Okay, da muss ich mich verguckt haben. Gut. Hm. Das wird natürlich ein kleines Problem werden hier. Was? Wie machen wir es mit einer Tür und mit und so weiter? Die bekommst du alles später in dem Woodcrafting. Weil wenn ich jetzt das Haus komplett einmauere. Brauchst du nicht. Du kannst bis zu einer Zweierbreite Fenster, also bis zu 2 Blöcke nebeneinander können frei sein, damit es noch als Wand gilt, sozusagen. Also wenn du eine Tür einfach schon mal die Lücke für die Tür freilässt, ist alles in Ordnung. Das ist alles in Ordnung. So, okay, der Research Table ist underway. Der braucht mal eben 5 Minuten. Also später wird man vielleicht dann doch den Speed brauchen. Aber sonst kann das wahrscheinlich später doch ganz schön nervig werden. Und wir müssen mal gucken, was du dann lernen musst, damit du die Dächer und sowas kannst. Mal gucken. Weil es wäre schon schön, wenn jemand von uns Dächer und Treppen und sowas könnte. Ne? Das würdest du dann übernehmen. Da müssen wir dir dann sagen, wo wir die Sachen hinhaben will. Also hier würde quasi die Tür reinkommen. Ja, wie gesagt, du darfst jetzt nur eine Einerbreite für eine Tür nehmen. Du brauchst du 2er Höhe, aber 1er Breite darfst du erstmal nur machen. Weil sonst nimmt das nicht als Haus wahr. Genau. Lässt es erstmal so. Genau. Ich weiß gar nicht, ob es eine Doppeltür gibt. Dann musst du gucken. Weiß ich nicht. Also ich muss es ja in 2. Ich muss die Höhe 2 machen, ne? Ja. Was? Ich muss eine 2er Höhe machen. Ich würde wahrscheinlich sogar eine 3er Höhe machen, wenn es geht. Deswegen, du hast die ganz schön groß gebaut erstmal. Mal gucken. Gut. 3er Höhe wird ein bisschen schwer wegen dem Dach. Ich weiß noch nicht, wie ich eine Decke hinbekommen soll. Nimmst du erstmal die Bodenplatten. Ja, weil die sind ziemlich riesig natürlich, ne? Ja, aber das wird trotzdem gehen. Was stellt der hier eigentlich gerade her? Den Research Table. Ich würde hier nochmal ein Carpentry Table oder was? Nee. Da hinten, du meinst die Crafting Bench. Die Workbench, ja. Genau. Nimm doch die von Toaster, die steht doch da hinten. Klau dir die. Ich klau doch nicht vom Toaster, sowas mache ich nicht. Es ist in Ordnung. Es wäre nur klauen, wenn. du hättest dazu sehen müssen, dass er sie, während er das sagte, einpackte und verschwand. Ich hab's auf Video, hallo! Super. Okay, sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle, wir kommen ganz gut voran. In der nächsten Folge ist dann auch unsere Research Table fertig. Und vielleicht sind wir da auch schon mit dem Haus ein bisschen weiter. Bis dahin eine sonnige Verabschiedung. Natürlich von mir, eurem Sunny, von dem Sachs, Heretic. The Heretic. Und dem Toaster. Was ist los? Nichts, alles gut. Ich irre hier nur durch den nächtlichen Wald und versuche die Sachen zu finden. Das geht auch, aber... Lass dich nicht vom Wolf beißen. Ja. Ciao.